Der Himmel oder die Hölle? Meine werten Damen und Herren, mein Name ist Roman Romanski und wir werden heute ausprobieren, wie man tatsächlich in dieser App hier den Himmel oder die Hölle erreichen kann. Wir haben hier eine neue App und da steht auch direkt schon dran, be an angel, beziehungsweise sei ein Engel. Und hier muss man tatsächlich aufpassen, ob man ein Engel oder ein Teufel wird und am Ende des Tages landet man irgendwo. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Also, wir müssen hier eigentlich nur die Person laufen, das heißt also, wir haben dann hier die Möglichkeit, diese Sachen hier aufzusammeln und verwandeln uns dann dementsprechend immer in eine neue Version. Und hier können wir uns entweder die Kirche oder das Casino auswählen. Und wir gehen jetzt mal alles nur auf Engel machen und gucken mal, wie gut es funktioniert. Und jetzt sind wir hier tatsächlich ans Tor rangekommen, wo wir uns ein paar Sachen aussuchen können. Und, oha, jetzt fliegen wir. Hold to fly. Jetzt fliegen wir so weit wir können, um sozusagen so weit wie möglich in den Himmel zu kommen, denke ich mal. Und wir kommen bis zu 50 Punkte. Okay, so funktioniert das Ganze sozusagen. Oh mein Gott, und jetzt können wir am Ende jetzt sogar noch sozusagen auswählen, wie viel die wir da nehmen wollen. Mal 8 nochmal, 1750. Gute Geschichte. So, wir können auch wieder einen Skin freischalten, so wie es sich eigentlich meistens gehört bei dem Spiel. Und diesmal müssen wir jetzt tatsächlich der Teufel sein. Mal gucken, wie es da aussieht. Da müssen wir jetzt alles sozusagen sammeln, was schlecht für uns ist. Das heißt also, wir werden jetzt dementsprechend so schlecht wie möglich versuchen zu werden. Oh mein Gott, wir haben schon so Tätowierungen und so Hörner. Oh mein Gott, jetzt sind wir ein richtiger Teufel sogar geworden, ne? Und haben Krieg gewählt statt Frieden. Oh mein Gott, und wir gehen sozusagen jetzt die Teufelsbrücke hoch. Okay, 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 okay. Da habe ich jetzt so viele wie möglich geholt. Und wir haben sogar hinten zwei Haustiere sogar noch mit dabei. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ob wir wieder auf mal 50 oder ob wir jetzt tatsächlich bis zum Ende durchfliegen. Es ist mal 100 geworden. Wir haben tatsächlich das Teufelslevel komplett durchgespielt. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier wieder mal 8 und dann haben wir nochmal 3300 Teufelspunkte. Das heißt also 3500 Engelspunkte haben wir, aber wir haben weniger Teufelspunkte. Okay, wir schauen mal rein, was wir da jetzt noch machen können. Also, jetzt können wir entscheiden, was wir haben wollen. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal wieder Engel. Dann haben wir wieder Engel am Start und gucken mal, dass wir da so viele Engelspunkte wie möglich bekommen können. Hier müssen wir so Pokale sammeln. Und jetzt muss man hier Pokal, Pokal, Pokal. Und dann nehmen wir hier Sachen pflanzen, statt Sachen abzureißen, ne? Oh mein Gott, okay, da sind wir jetzt schon ein richtiger Engel geworden. So waren wir noch nie. Okay, zack. Und dann hier nochmal ein bisschen. Ich glaube, Engel ist sogar das Höchste, was man haben kann. Und wir haben 4 Haustiere. Da nehme ich natürlich jetzt nochmal alle Punkte mit, die ich bekommen kann. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir den Multiplikator bekommen. Dadurch können wir sehen, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar auch wieder auf die 100. Weil das Level sah gerade auch wieder gut aus. Und es ist die 100 geworden, ne? Dadurch bekommen wir jetzt, oh mein Gott, 5300 Engelspunkte. Und selbstverständlich wieder hier auf die Mitte, auf die gute alte 8. Und dann haben wir hier 8800 Punkte schon beim Engel und 6000 beim Teufel. Interessant. Die Teufelspunkte steigen trotzdem, obwohl wir gar nicht den Teufel spielen. Naja, wir nehmen jetzt mal wieder den Teufel und gucken mal, wie gut wir da durchkommen. So, da müssen wir dann mal gucken, dass wir da so gut... Oha, hier ist sogar so ein Karussell. Okay, da haben wir uns jetzt schon komplett verändert. Da haben wir uns jetzt gerade eben die Rockmusik gewählt. Dadurch sind wir jetzt noch teufeliger geworden. Jetzt sind wir schon hier in der Stadt, wohnen wir statt auf der Natur. So, und sind jetzt ein vollwertiger Teufel. Als ob man einfach ein Teufel ist, wenn man in der Stadt wohnt, gell? Naja, okay. So, das heißt also, wir haben jetzt hier nochmal einen riesengroßen Flug. Und ich denke vielleicht sogar, dass das sogar nochmal ein 100er werden kann. Ich denke auf jeden Fall schon, wir fliegen durch. Und da ist auch schon dieser viel zu lange Teufel. Der hat einfach so mega lange Beine. Aber er schenkt uns einen Schatz. Klasse. So, wir nehmen das Ding mal wieder einmal 8. Haben jetzt insgesamt 11.433 Teufelspunkte. Okay, nicht schlecht. Als nächstes Level haben wir ein spezielles Level. Jetzt nehmen wir mal wieder mal den Engel. Da haben wir jetzt so Harfen, die wir nehmen können. Und hier den Gottesteppich sozusagen, den man da lieber nehmen sollte. Es gibt jetzt so Teppiche, über die man laufen kann. Kennt man auch. Oh mein Gott, da haben wir jetzt gerade eben einfach so einen Typen getroffen. Oh nein, ich habe Punkte verloren. Ich habe gerade einfach Punkte verloren. Nein, oh Mist. Ich bin gerade eben diesen so einem Teufelsding draufgelaufen. Und wir können nicht fliegen. Nein. Jetzt haben wir nur 52 Punkte bekommen. Nein, ich möchte nicht bewerten. Okay, aber wir nehmen es trotzdem mal 8 hoffentlich. Aber ich glaube, wir bekommen nur 52. Oh Gott, jetzt haben wir mehr Teufelspunkte als Engelspunkte tatsächlich. Okay, okay. Diesmal spielen wir wieder den Teufel. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Dann nehmen wir wieder hier die Bücher mit. So, dann hier die zwei Bücher. Oh mein Gott, das eine Buch habe ich einfach verpasst. So,
Oh mein Gott, das wird ja voll schwer. Oha, das sind einfach so Wächter. In die dürfen wir nicht reinlaufen, weil wir nämlich sonst unsere Teufelspunkte verlieren. Wir nehmen traurig statt glücklich. So, nehmen wir hier nochmal die ganzen Bücher. Oh mein Gott, die Level werden voll schwer. Okay, dann nehmen wir jetzt auch nochmal die ganzen Punkte mit. Und jetzt können wir immerhin fliegen. Aber ich bin mir recht sicher, wir landen bestimmt auf der 5, glaube ich. Oh, bitte nicht. Bitte nicht auf der 5. Oh mein Gott, schaffen wir es bis 100 durch? Schaffen wir es bis 100 durch? Na klar, schaffen wir es bis 100 durch, oder? Ja, klasse. Oh mein Gott, Alter, richtig gut. Okay, easy going. Das heißt also, zack, wir nehmen hier wieder mal die mal 5. Sind jetzt bei 21.000 Teufelspunkten, okay? Wir sind also ein besserer Teufel als dementsprechend als ein Engel. Deswegen müssen wir den Engel jetzt mal wieder spielen, um wieder reinzukommen. Es gibt wieder Teppiche. Das heißt, wir nehmen hier wieder den Teppich, müssen vor den Teufelswächtern hier ausweichen, ne? Okay, haben wir hier nochmal ein paar Sachen aufgesammelt. Nehmen den Brief schreiben statt das andere und sind jetzt tatsächlich wieder ein Engel geworden. Okay, jetzt ist hier wieder ein Karussell. Wir fahren durch. Okay, jetzt wieder den Shaker machen wir hier, um so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Ich glaube, der Shaker ist dafür wirklich am besten, ne? Und wir können theoretischerweise auch so eine kleine Landung hier eigentlich zwischendurch immer mal machen, ne? Ich glaube, oh mein Gott, warte mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nein! Okay, gut. Man muss schon durchfliegen. Wenn man nicht durchfliegt, dann kriegt man da tatsächlich irgendwie mal nicht so viele Punkte. Oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Engel. Oh Gott, okay. Also, wir nehmen jetzt wieder Engel. Wir brauchen die Punkte. Wir nehmen alle Teppiche mit, die wir bekommen können. So, neutral, neutral. Wir nehmen hier wieder alle Punkte mit. So, einmal diese ganzen Dinger nehmen wir auch mit. Okay, jetzt nehmen wir nochmal einen Engel. Jetzt nehmen wir Brokkoli statt einem Burger, weil der ist gesund. Und dafür kommt man dann in den Himmel. Wir gehen lieber in die Kirche statt ins Casino. Okay, und dann gehen wir hier nochmal hin und nehmen hier nochmal ein paar Punkte mit. Okay, und jetzt wieder den Shaker. So, okay. 64 Punkte insgesamt. Diesmal drücke ich komplett durch. Und mit unseren 4 kleinen Drachen, die wir da gesammelt haben, kriegen wir, glaube ich, immer noch extra Geld. Deswegen fliegen wir immer bis zum Ende durch. So, und da sind wir auch schon gleich bei 100 gelandet. Was ich halt komisch finde, ist, dass man sozusagen immer eigentlich auf 100 kommt, wenn man möchte. Also wenn man wirklich möchte, dann kommt man echt immer auf 100. Deswegen ist eine ganz komische Geschichte. Was ich jetzt aber mal ausprobieren möchte, ist vielleicht mal in den Store zu gehen. Weil wir haben nämlich jetzt schon richtig viele Punkte gesammelt. Mal gucken, ob da was geht. Mal gucken. Also wir haben hier Characters, Coming Soon, aber da muss man erst was freischalten. Okay, es gibt Engel und Teufel, aber es gibt noch andere Sachen, die man wahrscheinlich irgendwie noch freischalten kann. Dafür müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter spielen. Okay, wir nehmen mal wieder Teufel. Oh mein Gott, okay. Jetzt nehmen wir hier diese Teufelsdinger auf. Dann hier auf der anderen Seite so viele Teufelsdinger wie möglich. Sind jetzt schon hassvoll. Und jetzt sind wir ein Teufel. Okay, das ging sehr schnell. So, dann nehmen wir hier 30 Teufelspunkte. Nochmal extra Teufelspunkte. Und wir haben jetzt 4 solche Dinger, die uns verfolgen. Okay. Oh, der Shaker. So, jetzt haben wir 4 solche Dinger, die uns verfolgen. Und jetzt frage ich mich wirklich, wie viele Punkte wir bekommen. Weil wir haben 53 Punkte allgemein gesammelt, gehen jetzt auf mal 100 selbstverständlich. Und dann schauen wir mal, wie viel wir eigentlich mit den 4 Teufeln extra sozusagen verdienen. Oh mein Gott. Okay, das sind 5.400. Das ist nicht schlecht. Ich würde aber gerne wissen, wann ich die denn jetzt endlich ausgeben kann. Im nächsten... Oh mein Gott, wir haben schon 31.000 Teufelspunkte. Okay, okay, okay. Wir können jetzt hier, gleich das nächste Level hat irgendwas mit Wolken zu tun. Da schauen wir auch gleich mal rein. Wir nehmen hier wieder den Teufel. Und dann gehen wir mal hier über den Teufelsteppich. So, okay. Dann gehen wir hier über diese Dinger da, werden unseren Kumpels Hallo sagen. Okay, die haben 15 Punkte gegeben, wenn man die berührt. Wir gehen ins Casino. Destiny! Oh mein Gott, okay, ich habe da jetzt gerade eben irgendwie so ein neues lilanes Ding benutzt. Ich wusste gerade gar nicht, was es ist, aber da war jetzt sozusagen ein neues Tor, was sozusagen Schicksal heißt. So, hoppa! Okay, wie viel haben wir? 51, okay. Wir hatten schon mal bessere Zeiten und wir haben nur 2 kleine Drachen mitgenommen. Sehr traurig eigentlich, aber was soll man machen? Wir fliegen durch, da ist wieder dieser Teufel mit den viel zu langen Beinen und wir holen uns unsere Punkte ab, sind bei 5.200, nicht übel, nehmen wir und wir gehen mal 8. So, jetzt kommt das Level mit dem Himmel. Da frage ich mich tatsächlich, wie gut wird es sein? Wir sind auch bei 59%, was den Skin hier angeht. So, jetzt sind wir hier im Himmel. Wir gehen mal im Himmelslevel am besten Angel. So, und dann gucken wir mal, was das Ganze hier mit sich bringt. So, okay, hier kann man jetzt so Treppen hochgehen. Okay, let's go. Okay, jetzt haben wir... Oha, wir haben sogar so eine Wolke, auf der wir runterfliegen, wenn wir da runterfliegen. Okay, wir sind schon Engel. Jetzt müssen wir es nur noch halten. Wir reden mit dem Engelstypen, holen uns ein mega riesiges Buch. So, easy going. Hier weitere Dinger. Zack, zack, zack. Ein paar Sachen so und wir kommen durch. Jetzt kommt der Schüttler.
wow. Okay, wie viel haben wir? 65 haben wir gesammelt. Okay, nicht übel. Mal gucken, wie viel das mal 100 sein wird. Wir haben 4 Engelsdrachen sozusagen mit uns. Und da ist auch schon der Engel. Der hat nicht so lange Beine wie der Teufel. Der Teufel hat viel zu lange Beine. So, das ist viel zu lang. 6600 Punkte. Gar nicht übel. Wir gehen wieder mal 8. Boom. Easy going. Okay, wie viel sind wir? 34.000 als Engel, aber wir haben als Teufel immer noch viel mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt gehen wir mal wieder Teufel und schauen mal, was wir hier machen können. Oh mein Gott, das ist ein schwieriges Level. Oh, nein, ich bin in so einen Dings, in so einen kleinen Vogel reingegangen. So ein kleiner Extra-Vogel, der so voll göttisch ist oder wie auch immer. Wir müssen hier was schneiden. Oh mein Gott, wir sind gar nicht so weit gekommen. Wir haben gar keinen Multiplikator bekommen. Wir können gar nicht fliegen. Wir sind einfach nur böse. Okay, okay, okay. Das heißt, wir können hier trotzdem multiplizieren. Da wird es tatsächlich mal eine richtig schlechte Runde als Teufel gespielt. Okay, gar nicht mal so gut. Okay, wir gehen weiter durch. Diesmal gehen wir wieder Teufel. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Die Level verändern sich ja immer mal wieder. Okay, da sind wieder so Typen. Okay, da muss man durchs Karussell durchkommen. Ich muss dann hier einmal so viele Typen wie möglich mitnehmen. 10. Okay, ich glaube, das Grüne ist ja sozusagen immer schlecht für den Teufel. Deswegen muss man da so wenig wie möglich nehmen. Wir haben die Flügel bekommen. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir durchkommen. So, ich weiß es nicht. Wir hatten nicht die volle Energie. Ich drücke durch. Mal gucken, ob es klappt. Mal gucken, ob es klappt. Wir können auch mal vielleicht versuchen, auf der 80 zu landen, ne? Und, okay, gut. Jetzt haben wir die 50 genommen. Na gut, okay. Es gab schon mal bessere Zeiten. Okay, wir gehen mal wieder, bam, mal 8. Das mal 8 zu treffen ist sogar am leichtesten, weil es am größten ist eigentlich. Oh mein Gott, ich glaube, wir können sogar demnächst die neuen freischalten. Okay, krass. Wir gehen mal hier wieder Engel. Dann können wir hier den Engelsteppich nehmen. Easy going. Okay, dann nehmen wir hier die Schriftrollen mit. So, okay. Jetzt nehmen wir, das Buch statt des Schlagen. Dann nehmen wir hier diese kleinen Engelsfiguren mit. Oh Gott. Okay, da ist gerade ein ganz schlechter Teppich für uns gewesen, ne? Hier wieder ein paar Kelche. Okay, easy going. Jetzt den Wackler, wir wackeln. Okay, easy. 4 Drachen haben wir wieder. Wir fliegen wieder durch bis zu unserem Engelsbro dort hinten, ne? Der uns die ganze Zeit winkt und sagt, hey, hier, hol dir den Bonus mal 100. Überhaupt gar kein Ding. Wir gehen da einfach hin, zack, zack, und holen uns die Münzen ab. Easy going. Nice. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch mal 8 wieder nehmen. Haben das Ding jetzt wieder im Petto und haben den Teufel schon fast wieder eingeholt. 84% bei den Figuren. Okay, wir nehmen mal wieder den Engel. Da müssen wir nämlich ein bisschen was nachholen, weil der Teufel ist immer so weit vorne. So, wir nehmen hier wieder die Hafen mit. Dann aus den Typen hier ausweichen. Ne? Hier nehmen wir wieder Destiny. Das ist, glaube ich, am coolsten. Ne? Oh mein Gott, da haben wir was Schlechtes bekommen. Okay, wir sind jetzt wieder zurückgekommen. Hoffentlich schaffen wir es noch. Okay, wir sind wieder ein Engel geworden. Alles easy. Wir sind sogar ein Engel mit Full Power geworden. Okay, das bedeutet also, Destiny, das Schicksal an sich, schütteln! Das Schicksal an sich ist tatsächlich so ein Glücksding, ob es klappt oder nicht. Manchmal hast du sozusagen Pech und manchmal hast du Glück, dass du was Gutes bekommst oder nicht. Ich würde sagen, es lohnt sich, glaube ich, nicht, das zu holen. Glaube ich mal. Also die Level sind sozusagen noch zu leicht dafür. Vielleicht wird es später dann so ein bisschen schwieriger. Wir gehen wieder auf mal 8! So, und haben jetzt dementsprechend mal 8 freigeschaltet. Sind jetzt 60.000 Punkte. 90% haben wir schon. Wir haben schon diese zwei neuen schon fast freigeschaltet. Okay, wir können theoretischerweise... Nee, können wir nicht. Es gibt keine anderen Charaktere. Okay, wir müssen die erst freischalten. Okay, wir nehmen jetzt mal wieder den Teufel und gucken mal, was jetzt wieder neu ist. Okay, da sind wieder diese fliegenden Vögel. Die brauchen wir nicht. Wir gehen hier wieder mit diesen roten Figuren weiter. Nehmen hier den rechten Weg. Okay, ist jetzt so eine kleine Spaltung, die da sogar tatsächlich ist. Okay, wir haben uns wieder verwandelt. Was haben wir hier? Das sind wieder diese Priester. So, wir nehmen auf Schneiden, Bäume schneiden. Dann gehen wir hier hin, zack, zack, zack. Und haben jetzt tatsächlich das volle Ding hier. Wir nehmen die meisten Münzen mit. Wie viel haben wir bekommen? 55, okay. Ich muss sagen, als Teufel bekomme ich immer weniger Münzen als Engel. Der Engel bekommt irgendwie mehr Münzen. Ich weiß auch nicht warum, aber wir schaffen es, glaube ich, auf die 100 zu dem Typen wieder mit den viel zu langen Beinen. So, glaube, wenn wir jetzt Glück haben, schalten wir sogar den neuen Skin frei und dann können wir sogar gucken, wie der neue Skin aussieht. Und bam! Okay, mal 8. Wir haben jetzt 58.000, aber 67. Okay, noch ein Spiel müssen wir machen. Okay, let's go. Wir holen uns auf jeden Fall einen Angel. So, oh mein Gott, okay, das ist jetzt krass hier. Okay, let's go. Zack. Zack, zack, da mussten wir gerade eben so richtig den Dings machen, ne? Den Trick, okay, jetzt haben wir schon wieder 4 Drachen, ne? Mal gucken, ob da jetzt sogar noch ein bisschen mehr geht. Oh, oh, da sind jetzt wieder solche Typen, aber wir gehen mal 30. Oh mein Gott, was? Das haben wir ja richtig gerockt. Okay, wir schütteln! So, okay, jetzt haben wir wirklich das Maximum. Ich versuche jetzt mal, vielleicht mal die 60 zu treffen. Mal gucken, ob ich es schaffe.
Einfach aus Spaß. Nein, ich bin auf eine 40 gelandet. Oh Mann. Okay, es ist halt nur so leicht, auf die 100 zu kommen, weil bei 100 ist das Letzte. Da muss man sozusagen einfach nur durchdrücken und man kommt da einfach hin. Get Skin. Was? Ich kann den Skin nur mit Werbung bekommen? Oder habe ich ihn? Nee. Das ist nicht der ihr Ernst. Ich kann den Skin nur bekommen, wenn ich Werbung gucke. Ich habe aber keine Werbung hier drauf. Oh Mann. Man kann hier nur mit Werbung gucken. Oh, nö, oder? Okay, Leute. Ich glaube, was passiert eigentlich, wenn man die ganze Zeit Teufelssachen einsammelt, obwohl man eigentlich Engel ist? Was passiert dann eigentlich? Jetzt haben wir sozusagen eigentlich das Falsche genommen. Oder sind wir Devil? Nee, warte mal. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe eine Idee. So, wir gehen zum Beispiel als Engel. Und wir werden jetzt nur die Teufelssachen aufsammeln. Teufel, Teufel. Hä, kann man da überhaupt verlieren? Ja, man kann verlieren. Oh mein Gott, okay. Das haben wir nämlich noch gar nicht hinbekommen. Wrong target. Okay, was passiert, wenn man als Engel verliert? Ich nehme jetzt Teufel und dann nehme ich die Engelssachen. Engelssachen, 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 Engel, 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 Engel. Okay, dann passiert genau das gleiche, nur halt in Blau. Okay, gut, dann haben wir das herausgefunden. Schade, dass man hier sehr viel Werbung gucken muss. Das Spiel an sich ist aber ganz witzig mit dem ganzen Verwandeln und so. Aber ich bin jetzt erstmal fertig für heute. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!